Willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Schön, dass du dabei bist zu einer neuen Runde Ragnar Mod 5. Jo, gestern war ja der Livestream. Da haben wir ja einiges gemacht. Wir haben die Insel erweitert. Wir haben einiges an Gravel, Sand, das und so durchgearbeitet. Aber ja, wie soll ich sagen? Eisen ist schon wieder alle. Dann haben wir. Was haben wir noch gemacht? Ja, hier die Maschinchen haben wir noch gebaut. Also, dass wir Plastik herstellen können. Dann habe ich Lava-Produktion noch ein bisschen erweitert. Der macht jetzt automatisch Obsidian. Ja, das war es dann eigentlich schon, was wir gemacht hatten. Ich möchte mit euch heute auf alle Fälle den Ignoise-Extruder angehen. Weil ich brauche ein paar Steine, sowas wie Andesit und sowas halt, ne? Deswegen, den werden wir mal angehen. Ich habe hier schon Invar drin, also es ist ja nur Eisen und Nickel, also zwei Eisen, ein Nickel. Er hat mir 6 Ingots gegeben. Wir brauchen eigentlich nur 2 Ingots, aber das machen wir jetzt mal schnell. Ah, genau, und mein Tool habe ich noch auf Unpackable gemacht. Mein Sledgehammer. Und Dings da noch drauf. Sehen wir hier gar nicht. Das ist natürlich schlecht. Gucken wir schnell. Mittlerweile 8 Excavate sind drauf. Das haben wir auch noch gemacht. So nebenbei immer mal ein bisschen. So. Davon brauchen wir jetzt 2. Weil ich würde ganz gerne den hier bauen. So, Maschinenframe. Tin. Einmal Tin. Hammer. Nochmal Maschinenframe. So, Hammer auch. Sehr schön. Das glaube ich, sollte es dann auch schon wieder gewesen sein mit unseren Eisen. Viel mehr Eisen sollten wir gar nicht haben. Halt, da brauche ich 2. So. Genau, da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Den würde ich einfach hier jetzt ganz gerne daneben stellen. Kriegt er eigentlich automatisch Wasser? Nein, kriegt er nicht. Okay. Also er nimmt sich nicht automatisch Wasser. Das ist aber nicht das Problem. Doch ist es eigentlich. Muss ich woanders hinstellen. So, der braucht auf alle Fälle Strom, ja. Hier fehlt noch eins. Haben wir noch? Eins haben wir noch. Stimmt da irgendwas nicht? Hier stimmt irgendwas schon wieder nicht. Weil die kommen ja gar nicht an da drüben. Aber das ist nicht das Problem. Denn wir können sagen, wir stellen den hier drauf. Und die Lava, wo wenden wir hier? So, Strom hat er, das hat er. Jetzt braucht er eigentlich nur noch Wasser. Clear Glas, 3 Stück. Das waren, glaube ich, 4, ne? Nochmal 12 Stück davon. Ja, ich werde das Ganze sowieso noch, wie gesagt, zigtausend Mal umbauen. Aber mir fällt gerade auf. Wir haben ja gar keine Musik. Warum haben wir keine Musik? Da, nehmen wir das. So, Strom hat er, Lava hat er. Jetzt müssen wir nur das Wasser hier rüber kriegen. Also müssen wir nochmal Kabel bauen. Hoffe, die gehen relativ zügig. Gehen sie natürlich nicht, weil Nacht ist und kein Strom mehr da. Okay, dann warten wir mal kurz und ich melde mich gleich zurück, wenn es da ist. So, die sollten fertig sein. Ja. Ich habe natürlich das verkehrte Glas reingemacht, ne? Ich habe mal wieder
Quarz genommen, ich hätte einfach normales Glas nehmen sollen. Ich dumm euch hin, aber naja, gut. Haben wir noch was? Von den beiden noch, ja, haben wir. So, da haben wir nämlich nochmal 8 Kabel. Und damit sollten wir doch eigentlich das Wasser hier rüber kriegen, oder? Gehen hier einfach durch. Und hier hinten dran. Krieg ich erstmal kein Wasser, warum nicht? Ich kann ihn doch einstellen. Configuration. Erst von unten Lava. Von hinten Wasser. Achso. Ja, ich muss ihn ja auch noch sagen, ne? Da, zack. Jetzt kriegt er Wasser. Stopp. Möchte kein Basalt herstellen. Jetzt haben wir natürlich 2 Basalt. Ich möchte Stone. Obsidian, nein. Jetzt kann man natürlich auch Obsidian hier herstellen. Das ist auch natürlich gut. Diorit. Also ich hätte ganz gerne. Also ich will eine Mobfarm bauen. Sagen wir es mal so. Wir stellen uns mal 60 Diorit her. Und dann an das Seed. Genau, so machen wir das erstmal. Machen wir erstmal hier. Sollen wir erstmal machen. Das dauert jetzt natürlich ein klein wenig. So, hier haben wir noch 4 Stück übrig. Sehr schön. Da kriegt man wieder ein bisschen Holz. So viel Plastik brauche ich nicht, deswegen. Es ist ein Blockbläser drin. Der gefällt mir aber nicht ganz so. Wo ich natürlich am Überlegen bin, ob ich auf EMC gehe. Da bin ich echt am Überlegen. Weil wir haben hier EMC wieder miteinander. Erstens kriege ich, brauche ich vieles gar nicht wegschmeißen aus der Mobfarm. Sondern kann es direkt damit reinschmeißen eigentlich. Ich will den mal eine Runde. Ja, weil ich will nämlich den Mobfarm automatisieren. Weil hier doch eine Menge an Stuff kommt. Wer jetzt gedacht, ne? Es geht nichts über eine anständige Mobfarm. Das würde ich ganz gerne angehen mit euch. In den nächsten 2, 3 Folgen. Ich werde natürlich noch ein bisschen was vorbereiten. Wie ihr jetzt halt hier das anders sieht. Oder Diorite. Mal gucken. Cross Earth würde ich ganz gerne unten reinmachen. Weiß ich aber noch nicht, ob wir das hinkriegen. Ich habe eigentlich geguckt, was der Toropo-Flügel eigentlich kostet. Ja, gleich mal gucken, was das drauf auf wie viel kostet. Ja, wenn wir mal hier gucken, ne? So viele Mobs waren das jetzt gar nicht und ja, es ist ja nicht wenig. Nicht wenig. Wenn ich mal gucke, das hat EMC, das hat EMC, das hat EMC. Das sind ja Sachen, die wir eigentlich gar nicht so benötigen, nicht in dem Umfeld. Deswegen würde ich da ganz gerne. Oh, jetzt hat das quasi Mana in der Bottle. Okay. Das nehmen wir auf alle Fälle mit. Okay, Spawner. Okay. Das war für Schnelligkeit bei Spawnern, ne? Den behalte ich auch mal. Ivanhoe behalten wir auch auf alle Fälle. Ivan, nochmal. Das weiß ich noch nicht, was wir damit machen können. Scrap machen wir weg. Das behalten wir auch und das machen wir auch weg. So, das war halt mal. Na gut, kann man ja bald mal sagen. So. Haben wir was an Essen gekriegt? Ich glaube nicht, ne? Doch, hier haben wir ein bisschen was. Das kann da rein. Das kann da rein. Jo, die Iron Horse schmelzen wir gleich ein. Die ist natürlich immer gern gesehen. Haben wir noch Samen. Samen, Samen, Samen. So, dann machen wir das hier rein. Hier haben wir nochmal eine Iron Horse. 3 Stück gekriegt. Wow. So, der Rest kommt hier rein. Gut. Ich würde ganz gerne nebenbei noch mit den Hühnchen anfangen. 2 Eier habe ich auch schon.
Und hat erst zwei. Irgendwie kennen die Dinger hier nicht mehr. Weiß nicht warum. Das tut mir erstmal, das Tierchen. Und dann packe ich hier mal einen neuen hin. Jetzt geht's. Ah, okay. Drei sind zu viel scheinbar. Okay. Dann nehmen wir den dritten mal weg. Und hoffen mal, dass wir was bekommen. Gut, hier kommen wir noch was hin. So. Der arbeitet fleißig, der ist sogar schon fertig. Oh, der ist fertig. Der Robofiebel. Achso, der war ja rein theoretisch. Ja, alles klar. Den kriegen wir auf einem Witterskelett. Da müssen wir eine Nedertour machen. Machen wir die Nedertour jetzt noch? Ne, die machen wir jetzt nicht. Ich baue jetzt die Mobfarm um. Auch natürlich dort. Dort haben wir. Ja, ich baue die Mobfarm um. Das ist das einzige Sinnvolle jetzt gerade. In diesem Moment zu machen. Oh, da oben sitzt eine Eule. Tut so wenig. Ja, ich brauche die Mobfarm mit einfach um. Gut, ich nehme es erstmal mit auf. Wenn es im Zeitraffer nicht zu lange dauert, dann bleibt es drin und ansonsten, ja, kann doch was raus. Okay. Bis Ende dann, nach der Mobfarm-Umbau.
So, also, ich habe die Mopfarm fast fertig. Wir bauen uns jetzt noch einen Mopcrusher, dann einen Blackhole Tank. Halt, zweite Seite. Ein Blackhole Tank und ich brauche noch so eine Karte und zwar die Dreier. So, das müsste passen. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Das hier. Wollen wir uns jetzt die Range angucken. R1, genau. Das geht genau bis in die Ecken. Sehr schön. Okay, so ist der Plan. Das kann wieder weg. Eigentlich wollte ich ihn nicht davor setzen, aber ist ja Quatsch. Glas habe ich eigentlich vor. Nicht das Stark-Glas, sondern das Stark. Was in der Fable Glas zu nehmen, weil da kann man durchlaufen. Ich hatte angefangen, aber mir fehlt schwarze Farbe. Ja. Ich habe Tiny Glas, also Dinket, was? Sickenet Glas und sowas. Eine Art habe ich schon gemacht. Aber mir fehlt jetzt noch Material dafür. So, wir brauchen jetzt natürlich ein bisschen Strom und noch ein bisschen Fluid. Haben wir Fluid noch? Hier haben wir noch einen Fluid. Das reicht mir. Jeden einen reicht mir nicht. Okay, egal. Blackwood Tank. Machen wir hier direkt hin. Dann lassen wir die Flüssigkeiten reingehen. Strom machen wir einmal oben drüber. Okay. Machen wir einmal oben drüber und dann haben wir Item, da brauche ich dann noch einen. Beziehungsweise Strom machen wir vielleicht zwei oben drüber. Ich nehme mal die mit. Ich kann überlegen, was ist, wenn man das Dach aus. Nee, das ist zu viel. Aber wir gehen mal hier hin mit Strom. Erstmal. Hier daneben stellen wir eine Kiste, wo wir unsere Items drin haben. Es ist noch nicht komplett automatisch, also vollautomatisch. Es wird nur so teilautomatisch. Ach, das mit der Tür ist auch nicht ganz so schön. Auch das mit den Holzwänden, das ist nicht so schön. Aber ja, okay. Es hilft uns erstmal. Drop of Evil, da werde ich definitiv in der nächsten Folge oder übernächsten Folge in den Nether gehen und das mit den holen. Können wir ja eigentlich, bräuchte man auch ein Backpack. Dass wir so eine kleine Tour machen durch den Nether. So, wir brauchen jetzt mal noch schnell eine Kiste. Actuality. Da, die hätte ich ganz gerne. Einmal das. Okay, da fehlen uns Kisten. Die hätten wir auch. Was kostet das eigentlich die zweite? Die zweite war dann schon mit Dings, ne? Void Crystal, ja. Na gut. So, dann stellen wir die Kiste hier noch drunter. Die machen wir auf Input. Das kann weg. Das kann alles auf Extracted. Extracted, Insert brauchen wir nicht. Hier brauchen wir keinen Input. Hier brauchen wir nur Insert. Ja, und Strom geht ja sowieso dann. Ja, Strom, ich mache gerade noch ein bisschen Glas, dass wir vielleicht ein paar Panel machen können. 32 sind fertig. Ich weiß halt nur nicht, ob wir noch ein paar Panel hinbekommen. Zwei Stück bekommen wir hin, dann ist unser Eisen schon wieder alle. Oh, das ist natürlich schlecht. Und ja, RF-Boutique ist ja RFE, ist ja wohl gar nichts. Das bringt unsere Mobfarm nicht wirklich zum Laufen. Gut, dann heißt es für mich noch ein bisschen abwarten, beziehungsweise ich muss noch mal durchsieben. 25, das passt genau. Sehr schön. Muss ich mal mein Inventar ein bisschen leer räumen. Was anders sieht, kann das mal weg, das kann weg.
Sandy Glas müssen wir da noch durchlassen, den Rest. Das Glas kann auch erstmal hier rein. Waterbucket bleibt erstmal hier. Das kann erstmal weg. Weil das Glas, wie gesagt, ich muss mir da irgendwie eine Inkfarm machen. Das dauert aber noch ein bisschen. So, packen wir das hier noch mit rein. Dann kann das auch durch. Ja, ich hau jetzt hier nochmal ganz kurz einen Cut rein. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir das Solarpanel haben. So, das Solarpanel ist fertig. Jetzt, dieses Problem, dass hier vorne alles beleuchtet ist und ich weiß noch nicht warum. Soll das ernsthaft wegen der Tür sein? Muss ich nochmal schnell gucken. Das ist mal weg. Holen wir mal schnell zwei Holz. Beziehungsweise nehmen wir mal mit. Dann gucke ich mal, ob das echt wegen der Tür ist. Ja, ist ernsthaft wegen der Tür. Okay, gut. Das heißt für mich, hier kommt doch keine Tür rein, sondern wir machen hier zu. Und es wird jetzt nicht viel schneller gehen mit Mobs, aber sie werden automatisch getötet. Also ich brauche mich erstmal nicht drum zu kümmern, mehr oder weniger. Ich muss halt gucken, dass die Chests nicht überläuft. Ja, und halt ab und zu mal reingucken und so. Oh, hier wäre noch ein übrig. Einfach im Verkehr gesetzt. Naja, egal. Gut. Es war nicht viel die Folge. ja, war viel Gequatsche, gerade am Anfang über den Livestream, was wir gemacht haben und so. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten für Anregungen und so weiter und so fort, schreibt es mir in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dahin, haut rein. Ciao.